So, meine Freunde, heute ein erneutes Video von mir, wie ich angekündigt habe. Im Hintergrund seht ihr eine KF5 DNA auf Biolab. Und ja, ich bin jetzt eigentlich relativ gut gelaunt, möchte jetzt aber, es ist ein relativ ernstes Video, das möchte ich damit sagen. Nämlich, ich habe zwei Videos hochgeladen. Eins am 7. Oktober, 4. Oktober oder so. Und eins am, was war's? Von einem Monat, letztes Jahr ungefähr, was da los war. Und es geht darum, dass gestern, ihr kennt es vielleicht, ihr habt eine Klassengruppe bei WhatsApp und dann schreibt ihr da alle. Und in dem einen Video habe ich über eine Argumentation von einem Mädchen in meiner Klasse gesprochen. Und dieses Video möchte sie gelöscht haben. Beziehungsweise regt sich darüber auf, dass ich überhaupt so ein Video gemacht habe. Und es geht um ein weiteres Video über meine Lehrerin, die ich gemacht habe, wie ich gerade eben schon gesagt habe, was auch gelöscht werden soll, weil das ja totaler Blödsinn ist. Und ja, ich fange einfach mal an, was so im Chat geschrieben wurde. Ich will jetzt eigentlich so kleine Details eigentlich auslassen, aber es geht darum, wie wäre es mal nicht, über die Mädels in der Klasse so zu beleidigen, auf YouTube. So, ich habe keineswegs die Mädchen richtig beleidigt, sondern ich habe meine Meinung gesagt über diese Mädchen. Ihr könnt euch beleidigt fühlen, das ist schön, aber das ist mein Video und ich finde es okay, in Ordnung, wenn ihr sagt, hey, ich will das nicht, das soll gelöscht werden. Ist okay, ja? Aber mir irgendwas vorzuwerfen, wozu ich gleich noch komme, finde ich nicht okay. So. Das ist einfach nur lächerlich. So, es geht jetzt auf das Thema von der Lehrerin zurück. Vor allem, was du über die Lehrerin sagst. Was ich über die Lehrerin sage, ist einfach, ich finde es ungerecht, da ich eine ganz normale Arbeit geschrieben habe, ihr eine ganz normale Antwort gegeben habe und wir uns klein gestritten haben, ja? Gut, habe ich die Fresse ein bisschen weit aufgemacht, wo ich mit ihr gesprochen habe. Kann gut sein, ja, Freunde? Da kann ich mich auch entschuldigen für, ja? Aber, und dafür habe ich mich auch entschuldigt, das wissen vielleicht die ganzen Schüler aus meiner Klasse nicht, aber ich weiß es, weil ich ganz genau weiß, wie ich zum Lehrerzimmer gegangen bin und mit ihr gesprochen habe. Das weiß ich noch ganz genau. So. Dann haben wir ein paar Witze gemacht über Adblogger und Geld, dass wir da ein bisschen Geld kriegen, dass ihr das geguckt habt. Und dann kommt natürlich sowas, man sagt sowas auf YouTube nicht. Was habe ich denn bitte gesagt? Habe ich irgendwie irgendwas angehängt, was Rufmord wäre, wie dass eine Person pädophil ist, was wir auch schon bei größeren YouTubern gehabt haben und nicht bei einem Video, was gerade mal 100, 200 Aufrufe hat. Ja, ich habe die Lehrerin zu Tiefgrund nicht beleidigt, sondern meine eigene Meinung geäußert, ja, Freunde? Das wäre auch mal was, nämlich meine Meinung habe ich geäußert. Nicht irgendwie, oh, ich habe sie beleidigt, ich habe gesagt, ey, die Scheiße, die müsst ihr komplett kaputt machen. Die lebt doch ihr Leben wie vorher. Da hat sich nichts dran geändert, weil ich ein Video gemacht habe. Ich habe meine Meinung geäußert und ich habe meine Meinung mit den Leuten geteilt. Und die haben meine Meinung, die haben ihre Meinung auch geteilt. Die haben gesagt, hey, den und den an Lehrer mag ich nicht. Den und der Lehrer ist bei mir schwul. Den und der Lehrer macht dies und das. Ja, ganz normal, mit der Community ein Video gemacht, für die Community und die Community hat Kommentare gestellt, gefragt, meinen Fragen geantwortet in den Kommentaren und, ganz normal. Das macht jeder YouTuber und größere YouTuber auch. Ist ganz normal, ja? So. Und, dann ganz komische Argumentation, ich will da auch nicht zu viel sagen, sonst heißt es wieder, ich vernachlässige die Anonymität von den ganzen Leuten und so. Und dann schreibt sie, wollte mal wissen, was ihr da für eine Scheiße labert, hat sich ja bestätigt. Wir labern keine Scheiße, sondern ich sag's zum dritten Mal oder vielleicht auch zum fünften Mal, verdammt nochmal, das ist meine eigene Meinung, die ich da geäußert habe. Ja, die habe ich geteilt mit der Community. Ganz einfach. Mehr ist das nicht. Ja, Freunde? So. Zweitens, lächerlich ist auch eine ganz andere Bedeutung in dem Sinne, was sie gesagt hat. Komisch wirken und zum Lachen reizend bringend. Aber das ist egal, Freunde. Ich hab's gegoogelt, das Wort, und sie fand's einfach nur witzig darüber, ja. Aber nun gut, ist ja auch egal.
Ist ja auch wieder nur Nebensache, ne? Sie sagt ja, ist auch kein Problem, ne? Ganz bestimmt. So. Dann drohen mir einige Weiber, was ich da schreibe. Ich schreibe einfach so Sachen wie, ja, ich würde wieder darüber ein Video machen. Ich mache über dieses Thema ein Video. Wie ihr seht, das ist das Video. Ich greife hier niemanden an. Ich beleidige hier niemanden. Ja, Freunde, die Leute, die aus der Community, die wird das interessieren. Die werden mich unterstützen in der Sache, ja. Und für die Leute, die sich beleidigt fühlen in den anderen Videos, die können sich dieses Video angucken. Und ja, vielleicht mal ein bisschen ihr Gehirn anschalten und vielleicht ein bisschen nachdenken. Wäre auch ganz nice. Und ja, ich soll ja aufpassen, was ich schreibe, ne? Vergessen wir das mal nicht. Tja, aber wir haben Anstand, sagt eine, und sagen etwas nicht so in der Öffentlichkeit. Ich möchte einfach jede Sache, die sie hier schreiben, eigentlich beantworten, ja? Und es geht mir darum, tja, aber wir haben Anstand und sagen etwas nicht so öffentlich. Okay, gut, kann sein. Ich habe mich für das, was ich im Unterricht erstens gemacht habe, entschuldigt bei meiner Lehrerin. Das heißt, für sie sollte es kein Problem sein. Ich habe mich im Nachhinein, nach dem Videodreh sogar noch entschuldigt bei meiner Lehrerin. Ja, Freunde, ich habe mich genug entschuldigt, aber ich muss mich nicht bei denen entschuldigen oder irgendwas klarstellen, ja, Freunde? Wenn irgendjemand sagt, hey, lösch das Video, dann lösche ich das Video. Ist gar kein Problem. Ich wiederhole es nochmal. Und diese Videos sind jetzt auch auf privat, ja? Aber Anstand und sagen so etwas nicht öffentlich. Gut, was sage ich denn öffentlich? Meine Meinung habe ich öffentlich gesagt. Ich habe gesagt, ich mag diese Lehrerin nicht, weil ich finde, dass ihr Notensystem, wie sie mich behandelt, nicht in Ordnung ist. Und ich habe von vielen, vielen Schülern, die schon längst Unterricht mit ihr haben, die schon längst eine Ausbildung haben, die schon längst erwachsen sind, die schon längst einen Beruf haben, ja, die vielleicht sogar eine Familie gegründet haben, ja, Freunde? Genau die gleiche Meinung gekriegt. Und unsere Lehrerin vorher war um das Tausendfache besser, ja, Freunde? Ganz einfach. Und, dann kommt so eine Argumentation, dass ein Freund von uns, ein Kollege, das ja auch guckt, der auch auf der Schule ist. Und das heißt ja auch, oh, das ist ja Rufmord, ja? Ein Kollege guckt eure Videos und weiß ja auch, wer unsere Deutschlehrerin ist. Das ist Rufmord. Na, Freunde, Rufmord, das gibt's noch nicht mal im Gesetzbuch. Und Rufmord, da habe ich ein kleines Beispiel für die Leute, die jetzt zum Beispiel SpongeBoss gucken, ja? Rap-Videos macht er ja. Da geht es darum, die Person zu dissen. Ja, Freunde, das ist in keiner Weise ernst gemeint, eigentlich. Trotzdem, viele Leute denken, dass, oh, er hat gesagt, er ist Nazi. Oh Gott, er hat gesagt, er hat dies und das Mädchen vergewaltigt. Wenn das ernst gemeint wäre, wäre es Rufmord. Das ist in keiner Weise ernst gemeint, gerade bei diesem Rap. Und diese kleinen Beleidigungen, das waren noch nicht mal richtige Beleidigungen. Aber gut, Mensch Gott, ich habe ja so viele Fehler gemacht, ja? So, dann kommt nochmal die Obermama. Big Boss hier, überleg mal, irgendjemand, der sie kennt, findet das Video und spricht sie an, weil ein Schüler auf YouTube über die Deutschlehrerin labert und sie sieht das dann. So, gut, überlegen wir mal. Oh, der Nachbar von ihr hat das Video gesehen, was zur 2%igen, vielleicht zu 2%, ja, wahrscheinlich ist, dass sie da, irgendjemand das sieht, aber gut, ja, wenn die überhaupt YouTube kennen, das ist schon wieder so eine Sache, aber gut, und ja, sie darauf anspricht. Wie soll er diese darauf ansprechen? Hey, ich habe XYZ. Ich habe da ein Video gesehen auf YouTube. Da hat ein Schüler seine Meinung über dich gesagt und hat gesagt, dass du irgendwie relativ in seinen Augen nicht gut benotest und dass der Welt geteilt und ja. Was soll dann passieren? Soll sie zu mir kommen und mir in die Fresse schauen und sagen, hey, was soll der Scheiß? Ja, die wird mir höchstens nochmal mit mir normal sprechen und sagen, hey, warum hast du so ein Video gemacht und. Ja, Freunde, mehr nicht? Was ist denn so schlimm daran, dass, wenn sie das erfahren würde, oh mein Gott, die Jungs und Mädels, ganz ehrlich, mein Gott. Gut, da haben mich die Leute auch noch unterstützt, einige, die mich auch, ja, unterstützen. Und, dann gibt es so, noch so kleine Sachen wie, ja, ihr seid ja so berühmt. Genau, das ist der Punkt. Wir sind nicht wirklich riesengroß. Das heißt, bei 147 Leuten, die hundertprozentig nicht hier in der Nähe leben und diese Lehrerin niemals in ihrem ganzen Leben zu Gesicht bekommen. Aber nur gut, ist ja so schlimm. Und ich habe ja so schlimme Wörter gesagt. Oh Gott, Alter. So.
Einige sind schon gespannt auf dieses Video, was ich hier gemacht habe. Ich habe mit einem anderen Lehrer auf der Schule dieses Video über meine deutsche Lehrerin sogar gezeigt und wir haben uns angeguckt. Wir haben drüber gelacht. Sogar der Lehrer hat drüber gelacht. Der hat verdammt nochmal einen Humor, ja, vorne. Und er hat geraten, welche Lehrerin das ist. Er wusste noch nicht mal, welche Lehrerin das ist. Obwohl er es weiß, ja, weil er wissen muss, wer unsere Klassenlehrerin ist. Aber ist ja egal. Ist ja egal. Ja. So. Dann kommt nochmal die hinterfotzige Gedanke. Ihr seid auch nur aufs Geld hinaus. Freunde, ich sag's nochmal. Ihr seid auch nur aufs Geld hinaus, ne? Dabei ist es euch scheißegal, wie es anderen Leuten geht. Ihr seid nur aufs Geld hinaus. Boah, das ist ja so krass, ey. 1000 Abonnenten, 100 Aufrufe auf dem Video. Wir verdienen ja so viel Money. Wir sind richtig rich, YouTube Money. Oh mein Gott. Wir sind so rich, ey. Das ist so krass. Und, es ist egal, wie es anderen Leuten geht. Habe ich sie beleidigt? Hat sie dieses Video gesehen? Hat sie sich das zu Herzen genommen? Hat sie dabei geheult? Hat sie sich in die... Selbst wenn du jemanden auf der Straße beleidigst mit einem Wort, ist das tausendmal beleidigender, als sie in einem Video zu erwähnen. Aber gut. Ne? Ist ja egal. Gut. Dann sage ich lächerlich, ganz ehrlich, das ist einfach lächerlich, was hier abgezogen wird in der Gruppe. Aber das ist ja egal. Dann kriege ich als Antwort, ja, du hast es erfasst. Dann schreibt die andere, stimmt, du bist lächerlich, da hast du recht. Gut, ich bin lächerlich, ganz klar. Diese Argumentation von allen sind ziemlich, ziemlich schlecht. So, alles klar, ich bin das Problem, das wird es sein. Ja, ich bin das Problem, dass ihr euch alle aufregt. Dieses Video und tausende Videos in dem gleichen Format, in der gleichen Aufmachung, genau gleich gemacht. Ja, Freunde, andere Schulprobleme über andere Schüler, die auch wissen könnten, oh mein Gott, das ist ja der Schüler, das ist ja unglaublich, oh, das ist ja der Lehrer. Tausende Videos gibt es auf YouTube. Ob mit Aufrufen von 100 bis 10.000 Aufrufe, 50.000 Aufrufe, keiner beschwert sich. Diese Videos sind immer noch über Jahre online, ja, Freunde. Dann kommt nochmal da, ja, haben wir das Video gemacht oder du? Ja, ich bin ja das Problem, das ist ja die Sache. Und dann haben wir nochmal im Vertrag geguckt bei uns. Solange der YouTuber keine Namen nennt und diese wirklich anonym bleiben, kann man ihnen nichts anhängen, bestrafen oder anderes. So. Diese Person ist wirklich anonym. Man kann, natürlich, jeder kann wissen, wer die Person ist. Wenn ich jetzt sage, der und der, der hat bei uns hier im Dorf, der hat mir in die Fresse gehauen, ja, Freunde. Irgendjemand, der nicht bei der Situation dabei war oder dem ich es auch noch nicht erzählt habe, der es über dieses Video erfahren hat und hier irgendwo im Ort lebt, hundertprozentig hat er eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er weiß, welche Person ich meine. Das ist doch klar! Das ist doch klar! Oh Mann, Leute. Dass niemand, darauf kann man niemand sicher gehen. Und dann kommt natürlich die Argumentation, dann, warum macht ihr dann diese Videos? Lasst es doch, warum macht ihr diese Videos? Ach Gott, Alter, keine Ahnung, sich überhaupt nicht mit dem Thema YouTuber und diesem Thema überhaupt befasst mit Rufmord und sonst was. Oh, ich habe meinem Fernsehen Rufmord gehört, jetzt verbreite ich das mal oder sonst was. Ihr seid wirklich schlau, ihr seid ziemlich schlau. Ich möchte mit euch keinen Streit machen, ja, Freunde, ich gehe mit euch noch zur Schule, ja. Jeden Tag muss ich euer Gesicht sehen, ja, Freunde. Und ich möchte eigentlich eine nette Stimmung mit euch haben, ja, aber wenn ihr so einen Scheiß abzieht, das ist echt lächerlich, ja. So. Freies Land hin oder her, ein bisschen Verstand sollte man trotzdem haben und so etwas nicht machen. Oh, das ist ja so schlimm. Oh, das ist ja so schlimm. Das hat so viele unterhalten. Ja, das fanden so viele Leute witzig. Ja, Freunde, das fand doch keiner. Oh, boah, krass, Digga. Panzer, den hast du es aber gegeben oder sonst was. Meine Fresse. Überhaupt kein Verstand. Ganz schlimm, ne? Vier Leute beschweren sich darüber. Ganz schlimm. Ich will einfach mal in den Kommentaren von euch wissen. Ich will gar nicht wissen, wie lang dieses scheiß Video ist. Ich will in den Kommentaren von euch wissen, was ihr über die Geschichte denkt. Ja, Freunde, in den Kommentaren bitte. Gebt dem Video ein Like, ja, von dem, wenn ihr mich unterstützen wollt, ja. Und ich weiß jetzt schon, wenn dieses Video 4 Likes und nicht mehr kriegt, dann sind es hundertprozentig die Viber. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal wird es auch ein witzigeres Video und nicht so ein dummes Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.